Was machen wir denn heute? Wir wollen Verladetraining machen. Das heißt, dass wir tatsächlich einen Hänger gefunden haben und gekauft haben. Und wir machen jetzt das erste Mal mit Tano damit Verladetraining. Tano fährt relativ regelmäßig mit Stallnachbarn hier. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass er große Probleme machen wird. Aber dadurch, dass wir bisher keinen eigenen Hänger hatten, haben wir immer mal so zwischen Tür und Angel geübt. Das heißt, wir haben das nie wirklich intensiv gemacht. Als er zu mir kam, war er noch nie im Hänger gefahren und dann haben wir das ein, zwei Mal für so ein paar Mal rein und rausgehen, bis das geklappt hat, gemacht. Und ja, dann eigentlich nicht mehr wirklich geübt, sondern sind halt einfach gefahren. Er hatte dadurch das Glück, dass er mit sehr erfahrenen Pferden immer Hänger gefahren ist und dadurch beim Fahren mega ruhig ist. Ja, dadurch eigentlich kein Problem hat mit dem Fahren und auch nicht mit dem Reingehen. Ich würde aber gerne so ein bisschen intensiver üben, dass er ja sowohl sich rein schicken lässt, das ging jetzt ab und an schon mal, aber das haben wir halt, wie gesagt, noch nie wirklich dediziert geübt, als auch, dass er sich so ein bisschen entspannt und einfach drin steht. Einfach, weil wir auch noch nie in diese Situation gekommen sind. Aber wenn man mal irgendwo auf einem Turnier sein sollte oder auch bei einem Kurs so, dass die ein bisschen entspannt im Hänger warten können und nicht, sobald sie im Hänger stehen, einfach Stress kriegen und denken, es geht jetzt los oder so, sondern da auch einfach entspannt warten. Ich denke nicht, dass er da im Hänger große Probleme machen wird, aber ich würde ihm das gerne zeigen, bevor wir in der echten Situation sind und er da ruhig stehen muss, sondern dass er jetzt gleich da auch einfach was fressen kann im Hänger und einfach lernt. Das ist ein ganz cooler Ort da drin. Ich wollte euch einmal so ein bisschen die Story zu unserem neuen Hänger erzählen. Ihr habt vielleicht den Titel gelesen, dass ich einen Hänger gekauft habe. Und Mona, Tano und ich haben letztens schon ein bisschen Verladetraining gemacht und haben dabei irgendwie so ein bisschen verpeilt, euch die Story drumherum zu erzählen. Und deswegen mache ich das jetzt also. Das erste ist schon mal, dass ich den Hänger gebraucht gekauft habe. Also ich denke, wenn man neue Hänger kauft, hat man ein bisschen weniger, wo man so mit Argusaugen draufschauen muss. Bei uns war es so, dass wir hier in der Nachbarschaft zuerst einen deutlich älteren gebrauchten Hänger uns angeschaut haben, der leider dann nachher nicht in Ordnung war. Also der sah von außen gut aus, hatte allerdings so ein paar altersbedingte Baustellen. Zum Beispiel, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hatte, war, dass die Bruststange vorne, wo die Pferde mit der Brust eben gegen sind, nicht rausnehmbar war, weil die komplett durch beide Abteile durchging, von dem rechten und dem linken Pferd. Und dadurch ist die natürlich im Notfall, Unfallfall nicht herausnehmbar. Wir sind mit dem zum TÜV gefahren und es stellte sich raus, dass der in dem Hauptfahrwerk Gestänge, Metall, was auch immer, relevante Mängel hat, die von irgendeinem Unfall kommen mussten, etc. Abgesehen davon war ein kleines Loch im Holzboden. Alles Dinge, die man nicht unbedingt haben möchte, aber vor allen Dingen die Beule, der Knick, keine Ahnung, im Fahrwerk war halt nicht, also damit wäre man nicht, also es wäre man erstens nicht mehr über den TÜV gekommen und das ist auch nicht so einfach zu reparieren. Und dann habe ich also weitergeschaut, so ein bisschen frustriert, weil gebrauchte Hänger auf eBay finden ist so eine Sache. Die sind alle meistens so plus minus 3000 Euro gewesen, die ich gefunden habe, wenn man einen gesucht hat, der noch TÜV hat. Also quasi soweit instand fahrbereit ist. Und eben keine großen Bastelbaustellen noch hat. Und das stellte sich als schwierig heraus, weil die dann auch alle mindestens, sagen wir mal, um die 2000 rum waren. Also alle mindestens 20 Jahre alt, häufig bis in die 30 Jahre alt. Also 30 Jahre war gar kein Ding. Und natürlich ist es blöde, sag ich jetzt mal, bei eBay, dass man natürlich im Zweifel, gerade für einen Hänger, kann man ja nicht so in seiner Nachbarschaft suchen. Also kann man schon, aber wird man meistens nicht so sehr fündig. Das heißt, man muss so ein bisschen weiter fahren etc. Das heißt, ich hatte diese Hänger alle schön in meiner Merkliste, aber irgendwie war immer was, wo ich dachte, ja, ob das gut ist für den Preis, keine Ahnung. Und dann haben wir auf eBay einen Hänger gefunden von 2011, einen Birkmann-Hänger, der noch wirklich gut aussah. Ja, und das ist auch tatsächlich der Hänger, den wir im Endeffekt gekauft haben. Wir sind dann so eine gute Stunde von uns entfernt dorthin gefahren, haben den angesehen. Ja, und einfach dadurch, dass er ist gut gepflegt, er ist gut in Schuss und halt erst von 2011 hat es dann ganz gut gepasst für uns. Er war jetzt natürlich ein bisschen teurer, also er hat in knapp 4000 gekostet. Dafür, dass die anderen Hänger auf eBay auch so 3,5 und in 3,8 oder sowas kosten und dann 20, 30 Jahre alt sind, fand ich das jetzt einen ganz guten Preis. Und während wir versuchen, den Anhänger ins Auto zu bekommen, um ihn vorzuziehen, was gar nicht so einfach war, weil er zum einen mit einem Rad in einer kleinen Kuhle stand und ich wegen der Krücken auch keine besonders große Hilfe war, ja, währenddessen wollten wir euch noch drei
grundsätzliche Fakten zum Pferdeanhänger erzählen, die Sarah während ihrer Recherche herausgefunden hat. Zum einen der Grund des Einstreuns. Das ist gesetzlich verpflichtend, unabhängig davon, ob das weniger rutschig oder rutschiger ist. Ja, einfach weil man dazu verpflichtet ist, zu verhindern, dass Flüssigkeiten aus dem Hänger austreten. Und es ist halt einfach nicht zu verhindern, dass das Pferd auf meinem Hänger pinkelt. Und ja, deshalb hat Sarah sich auch für Einstreu statt Stroh entschieden, weil es weniger rutschig ist und vor allem aber auch saugstärker. Zum anderen seht ihr nachher, dass Sarah nur links eingestreut hat. Das liegt daran, dass wir aufgrund unserer Autosituation erstmal nur mit einem Pferd fahren werden und dieses dann im besten Fall links fährt. Denn Straßen sind meistens nach rechts etwas abschüssig und es kann auch vorkommen, dass man mal nach außen etwas ausweichen muss und dann die Straße ja verlässt quasi, über den Straßenrand hinausfährt. Und dann geht es einfach darum, dass euer Hänger nicht so einfach kippen kann, weil das Pferd links als Gegengewicht fungiert. So ein Pferdeanhänger ist halt sehr viel größer und höher und dadurch gefährdeter, um zu kippen, sozusagen, als so ein kleiner, ja, Haushaltshänger. Und ja, das will man natürlich verhindern. Und deshalb werden wir Tano vorzugsweise links verladen. Ja, und zum Schluss noch der Zweck des Abreißseils, den Sarah euch jetzt einfach mal direkt am Hänger vor Ort erklärt. Wir haben hier den Anhänger, hier ist das Schloss drauf und wir haben dieses Abreißseil hier. In Deutschland wird dieses Seil viel einfach um die Anhängerkupplung drum gelegt. Das heißt, der Karabiner wäre hier in sich selbst und einfach um die Anhängerkupplung mit drum gelegt. Das ist in Deutschland toleriert, in Belgien und in den Niederlanden, also falls man mal nach Holland ans Meer oder sonst wo fährt, nicht zulässig. Und ganz einfach aus dem einfachen Grund, dass dieses Seil hier abreißen soll und damit die Handbremse zieht, wenn die Anhängerkupplung hochspringen sollte und sich lösen sollte aus irgendeinem Fall. Also die muss sich ja dann schon lösen und von der Anhängerkupplung wegspringen. Und die Theorie ist einfach, wenn ich dieses Seil mit um die Anhängerkupplung habe und die Anhängerkupplung schon hochspringt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Seil mit hochspringt, relativ wahrscheinlich und dann rollt mein Hänger lose einfach so. Wenn dieses Seil aber im Auto ist und man hat eigentlich an der Anhängerkupplung immer eine Öse, wo man diesen Karabiner reintun kann, wenn dieses Seil im Auto ist, dann reißt es ab, also klar hält dieses Seil nicht den ganzen Hänger und dadurch zieht man die Handbremse. Und wenn man die Handbremse zieht, dann können sich die Reifen vom Hänger nicht mehr bewegen und der Hänger kann eben nicht ungesteuert einfach irgendwo reinrollen, sondern kommt dann zum Stehen. Das ist der ganze Sinn dieses Abreißseils. Gut, ich werde jetzt einfach mal damit anfangen, ein bisschen rein und raus mit ihm zu gehen und mal schauen, einfach das wie normal machen, weil es natürlich jetzt schon ein anderer Hänger für ihn. Und da ihr nicht über eine Stunde Filmmaterial wahrscheinlich angucken wollt, wie wir Tano hier verladen haben, aber es ja auch so ein bisschen darum geht zu sehen, wie viel Geduld Sarah mit ihm hat und in wie vielen Schritten sie mit ihm arbeitet, ja, sind ein paar der Passagen in diesem Video ein bisschen schneller. Genau. Er ist sich noch nicht so ganz sicher hier drin, ist so ein bisschen anders, hat nicht ganz so viel Platz wie in dem Hänger von Sandra. Es ist kein Heunetz hier. Ich werde jetzt einfach mal schauen, dass er so ein bisschen entspannt hier steht. Er darf gerne aus seiner Futterschüssel schauen. Alles gut. Schau mal da rein. Genau. Alles ist gut. Das passiert. Da sind Geräusche einfach außen drum. Und wenn er rückwärts geht, versuche ich ihn so ein bisschen, wenn es geht, ihn zum Stoppen zu bringen und wieder vorzubringen. Hier sind auch diese roten Polster an der Seite, die er einfach noch gar nicht kennt. Wir bleiben einfach. Nee, nee, nee. Genau. Super. Wenn er mir zeigt, dass er rückwärts gehen möchte, sage ich ihm, na, vielleicht bleibt noch was hier und versuch nochmal hier zu bleiben. Ne? Super, genau. Und wenn er das lieb macht, dann können wir ganz langsam und gesittet rückwärts gehen. Back, gut und super. Ist mir auch sehr wichtig, dass er dann einmal anhält auf der Rampe und nicht einfach nur rückwärts sprintet. Gut, super, super, super. Gut, komm weg. Nee, 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 Achtung. Ja, da ist. Super. Okay, doch mehr Unterschied, als ich gedacht habe mit dem fremden Hänger, ne? Kannst du nochmal hoch? Danke. Super. So, und ich möchte, dass er wirklich ganz reingeht bis nach vorne. Nein, 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 wir bleiben hier vorne. Super. Einfach ein bisschen entspannen. Er ist sich noch nicht so ganz sicher. Man merkt immer wieder, wie er einen Happen nimmt, aber dann wieder nach hinten laufen möchte. Ich sage ihm dann mal ganz vorsichtig, nee, bleib mal hier, ist alles gut hier. Aber so ganz geheuer ist ihm das Ganze noch nicht. Doch, doch, doch. Gut. So fein. Ja, toll. Ja, schau mal, da hinten ist die Mona.
Ganz toll machst du das. Nee. Gut. Ich möchte nämlich, dass es durchaus möglich ist, ihn alleine zu verladen. Und normalerweise in Sandras Hänger ist das schon gar kein Problem, dass er nach vorne durchgeht und ich dann hinten zumachen kann. Dass ich quasi erstens gar nicht bis nach ganz vorne mitgehen kann und sonst jetzt quasi auch einfach ihn hier alleine stehen lassen könnte. Natürlich ohne, dass er angebunden ist, denn wir binden die Pferde im Hänger natürlich immer erst an, wenn hinten die Stange schon zu ist. Dadurch, dass er jetzt immer noch so antestet. Wenn ich jetzt nach hinten gehen würde, dann wäre das noch zu viel für ihn und er würde mit nach hinten rausgehen. Super machst du das. Super toll. Ja, es macht ihm doch mehr Stress, als ich dachte. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal eine Runde entspannt um den Hänger rum. Man sieht tatsächlich, dass er sogar so viel Stress hat, dass er ein ganz bisschen an der Flanke zittert. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Deswegen gehen wir das ganz langsam an heute und er darf wirklich seinen Hafer darin essen. Ist gar kein Problem. Gut, er darf nur einfach erst auf Kommando rausgehen. Und ich werde jetzt gleich die Schwierigkeit mal ein bisschen erhöhen, indem ich wieder nach hinten gehe. Feine! Nein, 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 du bleibst da vorne. Gute, super. Super. Feine. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du bleibst da vorne. Gut. Super. Ich helfe da mit der Gerte nach, einfach weil er das Signal sehr gut kennt. Feine. Super toll machst du das. Super. Mit einem Pferd, was da wirklich Stress hat und das wirklich noch gar nicht kennt und nicht weiß, was von ihm gefordert ist, würde ich das Ganze jetzt noch kleinschrittiger machen. Ich werde jetzt gleich mal bei ihm anfangen zu schauen, ob ich die Stange zumachen kann. Einfach weil ich weiß, dass das normalerweise für ihn gar kein Ding ist, dass die Stange zugemacht wird. Das heißt, ich werde das ganz vorsichtig machen, zu schauen, ob er noch mehr Stress kriegt oder nicht. Aber ich schätze ihn jetzt so ein, als sollte das kein großes Problem sein, die Stange zuzumachen. Ich werde die dann noch wieder aufmachen. Es geht mir jetzt nur darum, dass er nicht lernt, wenn ich hier hinten bin, geht es immer wieder raus. Denn den Fehler habe ich einmal gemacht, dass ich irgendwie auf die Schnelle, während wir noch gewartet haben, auf unsere Mitfahrerin, ihn so ein bisschen rein und raus zu schicken. Das hat auch gut geklappt, aber ich habe ihn dann immer wieder rückwärts rauslaufen lassen. Und dann, als ich wirklich zumachen wollte, hat er dagegen gedrückt, weil er dachte, ach ja, jetzt geht es wieder rückwärts raus, weiß ich ja schon. Deswegen ist mir jetzt wichtig, auch beim Reinschicken, dass er nicht lernt, also dass er wirklich erst auf das sehr explizite Rückwärtskommando auch rauskommt und nicht einfach, wenn ich hinten bin. Ich möchte einmal meine Hand von hinten wegnehmen können, ohne dass er nach hinten geht. Super, vielleicht die Stange sogar mal feine, super. Okay, und dann schicke ich ihn jetzt von vorne wieder raus, weil ich jetzt nicht möchte. Ah, noch nicht, noch nicht. Genau, noch nicht. Weil ich jetzt nicht möchte, dass er sich angewöhnt, wenn ich hinten bin, wieder rauszugehen von alleine. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich ihn von der Seite hier raus... Und, hey, alles ist gut. Okay, wir sind gerade mal noch einen Moment drin. Es hat hier gerade ein Geräusch gegeben. Und wir möchten jetzt nicht, dass er lernt, auf Geräusche rauszugehen. Feiner, ja toll. Super. Okay, und dann kannst du back gehen. Back, 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 back. Super. Feine. Ja, feine. Ganz toll. Ja, da steht die Mona. Da steht die Mona. Oh, so anstrengend. Ja, alles ist gut. Möchtest du noch mal ganz runter gehen? Ja, super. Ich habe sehr gerne, wie gesagt, wenn er auf der Rampe wartet, weil ich mir dann sicher bin, dass er nicht nach hinten raus rückwärts läuft. Deswegen kriegt er auch gerne dann auf der Rampe noch mal ein Stück Möhre. Feine. Ah, gut, super, fein, ja ganz toll, feiner, ich mach mal hinter dir zu, Großer, ich mach mal zu hinter dir, feiner, ja, das ist gar kein Ding, das stört ihn nämlich relativ wenig, ich lasse ihn jetzt mal bewusst gleich ausprobieren, dass genau da ist was hinter, merkt er und geht wieder nach vorne, sehr gut, super, mein Schatz, super, mein Schatz.
Genau. Denn das, wenn Pferde das jetzt noch gar nicht kennen, wäre ich mit dem Schritt sehr viel vorsichtiger gewesen. Aber dadurch, dass ich weiß, dass er eigentlich sehr routiniert fährt und ja, das durchaus kennt, dass die Stange hinter ihm zugemacht wird und da normalerweise auch nicht irgendwie gegendrückt, hatte ich vor dem Schritt jetzt nicht so viel Respekt. Ich wollte trotzdem, dass er nicht irgendwie dann dagegen drückt, während ich die Stange zumache, weil ich ihm die Erfahrung einfach ersparen möchte. Und deswegen habe ich eben so lange gewartet, dass er einfach ohne Stange entspannt hier drin steht. Und dann wäre mein Ziel für heute, dass er vielleicht einfach mal 10 Minuten, Viertelstunde hier drin steht, ohne dass irgendwas passiert. Also ich denke, den meisten von euch wird es bekannt sein, ich sage das trotzdem nochmal. Grundsätzlich schaut man immer, dass die Pferde nicht angebunden sind, wenn hier hinten auf ist. Weil für den Fall, dass sie nach hinten ziehen sollten und noch angebunden sind, besteht einfach die Gefahr, dass sie quasi dieses Vorderstück mit den Stangen mit rausreißen. Das wollen wir natürlich um jeden Preis verhindern. Hiergegen drücken ist meistens nicht so das Problem. Deswegen beim Reingehen erst anbinden, wenn die Stange zu ist, und beim Rausgehen erst losmachen und dann die Stange aufmachen, wenn die Pferde vorne los sind. Das ist einfach so ein bisschen die Faustregel. Wenn ihr fahrt, macht ihr natürlich hier diesen Sicherheitssplint auch zu. Das lasse ich jetzt, um ihn im Zweifel schnell rauskriegen zu können, wenn er jetzt doch irgendwie drücken sollte und Panik kriegen sollte. Abgesehen davon, dass ich dazu jetzt echt zu voll bin. So, auch wenn ich jetzt die Stange aufmache, möchte ich, dass er nicht sofort wieder nach hinten läuft, sondern er hat dann trotzdem stehen zu bleiben. Das ändert jetzt in unserem Training gar nichts, ob die Stange auf oder zu ist. Er bleibt vorne stehen, bis ich ihm rückwärts sage. Wenn ich jetzt rausmache, feine. Genau, hat er einfach vorne drin stehen. Genau, super. Gut. Ich weiß jetzt natürlich auch bei ihm, also erstens steht vielleicht nicht so, wenn ihr wisst, dass euer Pferd tritt. Feine. Und zweitens weiß ich jetzt auch bei ihm, wie viel Gerd ich einsetzen kann, wie viel okay ist zu legen, oh, ich gehe wieder nach vorne, und wie viel dann Panik kriegen ist. Weil wenn ein Pferd da sehr empfindlich drauf ist oder nicht so richtig gar nicht mehr drin stehen bleiben möchte vorne oder das irgendwie aufgrund Stress nicht mehr aushält, fein machst du das, dann ist es wahrscheinlich hilfreich, sie in Ruhe rausgehen zu lassen und eben nicht einfach so streng zu sein. Wenn er so lieb da drin steht, dann kriegt er hier vorne nochmal ein Leckerli. Na. Und trotzdem soll er bitte vorne bleiben. Okay, und dann komm mal back. Komm mal back. Back. Ja, back. Super. Und hier möchte ich, ja, feiner. Möchte ich auch, dass er einmal auf der Rampe stehen bleibt, kriegt seine Möhre da und dann come back. Kann man ihn nämlich hier auch entspannt entgegennehmen im Zweifel, wenn man die Pferde auslädt. Gut. So toll. Das ging besser, als ich dachte. Jetzt ist vor allen Dingen eher die Frage, wenn ich ihn jetzt gleich wieder reinschicke, wird er von alleine sofort wieder rückwärts gehen wollen oder wird er wieder brav warten? Keins von beidem. Tano dachte sich wohl, dass es langweilig werden könnte und hat sich deshalb was Neues ausgedacht, als Sarah ihn von der linken Seite aus reinschicken wollte. Allerdings wusste Sarah einen Trick dagegen. Und so konnte es dann doch recht schnell wieder weitergehen mit dem munteren Ein- und Aussteigen. Eine kleine Runde, um zu sehen, wie er sich verhält, wenn Sarah außerhalb seines Blickfelds ist. Und dann haben wir ihn ja ca. 10-15 Minuten alleine im Hänger stehen lassen. So, ich glaube, Tano ist jetzt ganz schön fertig im Kopf. Er hat jetzt eine Zeit lang drin gewartet. Das war auch ganz okay. Er hat trotzdem relativ viel geschart. Man sieht so ein bisschen das Loch, was er in die Späne geschart hat. Wir werden das, denke ich, nochmal wiederholen, wobei ich auch glaube, dass das so ein Ticken einfacher für ihn ist, wenn man dann halt fährt, weil er dann weiß, dass irgendwas passiert. Und hier, er weiß natürlich eigentlich, wo er ist, aber er sieht nicht, was um ihn rum passiert und er versteht nicht, warum er warten muss. Das werden wir sicher auch nochmal üben. Genau, aber für heute ist jetzt erstmal Feierabend. Also das rückwärts alleine rausgehen ist ja mega gewesen. Und dass er jetzt auch zum Schluss sich zuverlässig dann reinschicken lassen hat, auch wenn man ihn dann kurz stehen lassen muss auf der Rampe, damit er gerade steht und sich nicht eindreht, hat ja auch richtig gut geklappt. Und ich meine, grundsätzlich ist es halt auf jeden Fall möglich, ihn alleine zu verladen. Und das ist eine gute Voraussetzung, finde ich. Das war's dann auch mit diesem Video. Wir hängen jetzt noch den Hänger wieder ab und dann sind wir fertig für heute. Und dann sind wir gespannt auf unsere erste Hängerfahrt. Genau. Mal sehen, wo es dahin geht.